Es geht darum, also, und das macht das ja auch gewisserweise zu einem Prozess der Superlative, dass eben einem ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser vorgeworfen wird, gemeinsam mit Freunden sozusagen privat an einem Privatisierungsprojekt mit profitiert zu haben. Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ganz offen gesagt, dem Podcast für politikinteressierte Menschen in Österreich. Mein Name ist Julia Herrnberg. Ich starte im November als eine der neuen Gastgeberinnen und freue mich sehr über meinen ersten Gast, Petra Pichler. Petra ist Reporterin beim ORF und arbeitet vor allem zu den Schwerpunkten Korruption, Wirtschaftskriminalität und Prozesse. Und wir werden heute von Petra ihre Eindrücke ein bisschen hören, was sie nämlich im BUWOG-Prozess erlebt hat, weil Petra war, wie ich sie im Vorfeld gefragt habe, wahrscheinlich an mehr als 100 Tagen vor Ort im Gericht. Genau weiß ich es nicht. Ich habe nicht mitgezählt, aber doch einige Mal. Bevor wir in den Podcast starten können, wird Angelika von Missing Link noch unsere entgeltliche Einschaltung von Audible einlesen. Früher war der Tod ein Sensenmann. Heute ist er eher der Manager-Typ im Anzug. Zumindest bei Audible. In dem Hörbuch Der Übergangsmanager geht es um einen Mann mit dem komplizierten Namen D10B4233, der seit fast 100 Jahren für die Jenseitsagentur Verstorbene mit Standardfloskeln ins Jenseits begleitet. Er tut das mechanisch und ohne Empathie, wie der Manager eines Hedgefonds, der gerade Leute hinausschmeißt. Bis er die junge Erzieherin Feline trifft, die sich gerade aus Liebeskummer die Pulsadern aufgeschnitten hat. Die Geschichte dieses Treffen, das alles verändert, kann man bei Audible hören. Der Übergangsmanager Besser stirbt man nicht ist ein Audible-Original. Die 10 Folgen, jeweils eine Stunde lang, kann man sich jetzt anhören und sich an seinem Leben und auch dem möglichen Nachleben erfreuen. Und jetzt zurück zur aktuellen Folge von Ganz offen gesagt. Zu Beginn noch unsere Transparenzpassage, damit alle zu Hause auch wissen, kennen sich Host und Gast oder auch nicht. Wir zwei kennen uns von 2, 3 Journalistinnen-Stammtischen, wo eben nur Frauen aus Österreich, die in den Medien tätig sind, die sich vor allem für Politik, Korruption und dergleichen rund um Politik interessieren. Dort haben wir uns 2, 3 Mal getroffen und bin ein großer Fan deiner Arbeit und du warst mein erster Wunschgast, kann ich danke, so sagen. Das ist ganz lieb. Ich schmeichelt. Was wir auch alle fragen, bist du oder warst du in der Vergangenheit für politische Parteien oder Staatseinrichtungen, Ministerien in irgendeiner Form tätig? Da müsste ich jetzt ganz, ganz weit in die Vergangenheit gehen. Da habe ich mal da war ich 20, als ich nach Wien gekommen bin, als Freie für das Familienministerium so interne Zeitungen gemacht über einen Verlag. Das war, glaube ich, mein einziger Berührungspunkt. Das heißt, jetzt aktuell nein, das dürfte ich jetzt auch nicht als ORF-Redakteur, also das ist nicht erlaubt. BUWOG-Prozess, ein Riesenthema. Ich fasse kurz ein paar Zahlen, was natürlich für zu Hause immer ein bisschen schwierig ist, aber ich finde, sie zeigen so deutlich, welches Ausmaß dieser ganze Prozess und der Vorfall rund um den Verkauf der BUWOG-Wohnungen dann eingenommen hat. Also grundsätzlich gab es so 7 bis 8 Jahre Ermittlungen im Vorfeld. Gestartet hat der Prozess am 12.12.2017 im großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts, wo ich dann gelesen habe, der eigens für diesen Prozess um 500.000 Euro umgebaut wurde. Ja. Es wurde Anklage gegen 15 Personen erhoben, wobei, glaube ich, nicht mal mehr alle am Leben sind heute. Ja, 2 sind mittlerweile verstorben. Der ehemalige Raiffeisen-Landesbank Oberösterreich, jetzt stolper ich ein bisschen, General Scharinger und der ehemalige Porsche-Chef Pöchinger, die sind nicht mehr dabei und es sind auch jetzt Leute immer ausgeschieden sozusagen. Also etwa der Immobilienmakler Blech, also der da eben im Dreierverband mit Ex-Finanzminister Grasser und Walter Maischberger und Hochecker, oder Viererpack, vorgeworfen wird, dahinter dieser ganzen BUWOG-Affäre zu stecken.
Und also der war am Anfang des Prozesses da und ist dann erkrankt. Und jetzt am Schluss gab es so einen Streit, ob der jetzt wieder verhandlungsfähig ist oder nicht. Der Gerichtsgutachter hat gesagt, ja, der Blech hat das beeinsprucht. Also jetzt bis zum Schluss ist er nicht mehr gekommen. Mhm. Das heißt, in diesen 3 Jahren hat sich wahnsinnig viel auch im Prozess verändert. Ja, und es sind noch weitere Verfahren dazugekommen, aber das kann ich ja dann nachher noch genauer erzählen. Sehr gerne. Also die Anklageanschrift alleine umfasst 825 Seiten. Da hat mir zu Hause dann jemand nur spöttisch gesagt, das ist ja wie ein besserer Harry Potter eigentlich vom Umfang, ist ja nicht so schlimm. Ist aber doch relativ viel und ungewöhnlich für eine Anklageschrift. Über 150 Zeugen wurden verhört an insgesamt fast 170 Verhandlungstagen. Einvernommen heißt das. Einvernommen. Kannst du jemanden, der noch nie vom BUWOG-Prozess gehört hat, erklären, worum geht's? Na, es geht darum, also und das macht das ja auch gewisserweise zu einem Prozess der Superlative, dass eben einem ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser vorgeworfen wird, gemeinsam mit Freunden sozusagen privat an einem Privatisierungsprojekt mit profitiert zu haben, das ist nämlich die Privatisierung der Bundeswohnungen. 2004 war das jetzt, wenn ich mich recht erinnere, die Jahreszahlen ist nicht so meins. Das Ganze ist eigentlich aufgekommen bei einer ganz anderen Affäre, nämlich den Ermittlungen zur IMO-Finanzuntreue-Vorwürfen. Und da hat ein ehemaliger IMO-Finanzmanager so nebenbei in einer Einvernahme erzählt, dass es da eine 10-Millionen-Zahlung an Peter Hochecker, also auch ein Ex-Lobbyist, gegeben hat, die nach Zypern ging im Zusammenhang mit der BUWOG-Privatisierung. Und dann hat sich halt sukzessive, ist das irgendwann mal ein paar Monate nach dieser Aussage bekannt geworden. Das war dann im Herbst 2009. Und dann hat sich auch noch herausgestellt, dass eben Walter Maischberger, der ja Trauzeuge und ein sehr, sehr guter Freund und Berater, also auch wie er im Prozess sagt, er war Berater von Grasser und ein Freund, dass er da auch mit profitiert hat. Und das Ganze ging offenbar steuerfrei nach Zypern und dann haben beide schnell versucht, sozusagen Maßnahmen ergriffen, nämlich um die Steuerschuld schnell noch nachzureichen, damit es keine Steuerstrafe gibt. Genau, Selbstanzeigen. Und dann ist natürlich, sobald Maischberger im Spiel war, war natürlich dann auch Grasser in der Ziehung, weil er ja sozusagen verantwortlich war für diese Privatisierung. Und es hat sich dann halt sukzessive herausgestellt, dass eben die IMO-Finanz, die dann letztlich auch den Zuschlag gekriegt hat, offenbar auf einem Tipp, der von den Maischberger bekommen hat, sozusagen in der zweiten Bieterrunde rund um diese Bundeswohnungen, dann ganz knapp den Zuschlag gekriegt hat. Und das hat natürlich dann die Wogen recht hochgehen lassen und halt jetzt dann eben zu langen, langen Ermittlungen geführt und eben auch zu diesem langen Prozess. Mhm. Länge kennt sich jetzt ein bisschen aus. Ja, also die Länge des Prozesses ist ja auch das, was in der Öffentlichkeit so kritisiert wird, kommt mir oft vor. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Man muss mal unterscheiden, die Länge der, also Grasser und die ganzen Angeklagten sagen zu Recht, ja, es dauert jetzt schon fast 11 Jahre unser Leben ist zerstört und das, also dieses Verfahren und diese Ermittlungen haben eigentlich unsere ganze Existenzgrundlage zerstört, weil es uns das jetzt seit vielen Jahren verfolgt. Jetzt muss man unterscheiden, dass es da einerseits mal dieses lange Ermittlungsverfahren gab. Warum hat das so lange gedauert? Das war einerseits, eigentlich war die Staatsanwaltschaft, die Wirtschaft- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mit ihren Ermittlungen schon 2014 fertig und hat einen Vorhabensbericht abgeschickt und bis dahin war es auch schon relativ zäh, weil es eben Rechtshilfeverfahren
in die Schweiz und nach Liechtenstein ging, weil das Geld dann nämlich von Zypern, also von dieser Hochegger-Firma, dann weitergeflossen ist nach Liechtenstein auf 3 Konten. Also Maischberger hat das Geld, hat seinen Anteil an der ganzen 10 Millionen Provision dann auf 3 Konten in Liechtenstein verteilt. Und da waren dann eingeschoben so Offshore-Firmen und deren Konten etc. Und da hat es Rechtshilfeersuchen gebraucht, um sozusagen das nachverfolgen zu können. Und die waren schon relativ zart und haben, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung gebaut, fast 2 Jahre in Anspruch genommen, weil das wurde dann von den Treuhändern dort natürlich durch alle in Liechtenstein und in der Schweiz, auch durch alle Instanzen dort gefochten. In Liechtenstein wurde sogar mal beschlagnahmtes Material aus Hausdurchsuchungen dann aus dem Gericht mitgenommen. Gestohlen hat es geheißen. Das wurde dann auch ausjudiziert, 2-mal, glaube ich, bis durch 4 Instanzen, weil die haben noch mehr als wir. Und also das war sehr zart, dass das nach Österreich kommen konnte oder dass die Staatsanwaltschaft das gekriegt hat. Und aber sie waren dann eigentlich 2014 fertig und dann gab es so eine Panne. Also wir haben damals gesagt Gerichtspanne, ob es eine Gerichtspanne tatsächlich war, ist ein bisschen schwer zu sagen, weil das ein bisschen undurchschaubar ist, wie das gelaufen ist. Also auf jeden Fall hat sich dann, da lag eigentlich schon der Vorhabensbericht, also ich nehme mal an, ebenfalls eine Anklage im Justizministerium, in der Weisungsabteilung zur Überprüfung und so. Und dann hieß es plötzlich, oje, alles wieder zurück, weil der Steueranwalt von Maischberger, Gerald Teufel, der hatte ja auch eine Hausdurchsuchung und da wurde Material beschlagnahmt. Und wenn du bei einem Rechtsanwalt eine Hausdurchsuchung machst, dann wird das versiegelt, weil der hat natürlich das anwaltliche Recht sozusagen oder Geheimnisschutz und da muss dann das Gericht, also er muss das prüfen und das Gericht muss das prüfen. Also es wird, also da kann nicht die Staatsanwaltschaft einfach was außerpicken und was ihnen gerade gefällt, sondern das muss vom Gericht geprüft werden, weil es eben einen Anwalt betrifft. Und da hat sich dann rausgestellt, ja, der hat das nicht gesichtet, das Material. Und dann war das ein Hin und Her. Die hat zwar schon irgendwie, sein Anwalt hat das gekriegt, die Ladung, aber der hat dann gesagt, na, also er vertritt ihn nicht mehr und hat es ihm nicht weitergegeben. Und das war dann ein Spielchen, das sich dann auch nochmal gut ein Jahr lang gezogen hat, weil er ist dann auch trotzdem nicht gekommen und hat immer wieder Einwände gebracht und das ist dann ein paar Mal vom Oberlandesgericht gelandet, bis das dann letztlich gesagt hat, naja, so geht's nicht, das kann man nicht so hinauszögern mit immer wieder neuen Einwänden, warum man das nicht sichten kann und dann hat es wohl freigegeben und dann hat es ein Jahr noch gedauert, bis dann die Anklage fertig war. Also es hat schon immer auch was zu tun. Also da kann man jetzt nicht sagen, ja, die Justiz oder die Staatsanwaltschaft hat schlecht ermittelt oder lag zu langsam, sondern natürlich, du hast jede Menge Beschuldigte gehabt in der Causa und die haben halt alle beschuldigten Rechte, wie es ihr gutes Recht ist, ausgenutzt und versucht halt, die Ermittlungen vom Bein zu kriegen. Und das kann man ihnen jetzt auch nicht absprechen, weil das ist ihr Recht. Mhm. Und das hat aber natürlich dann dazu beigetragen, dass es auch recht lang gedauert hat. Ja, zusammengefasst kann man sagen, es hat lang gedauert, weil es Ermittlungen waren, die ins Ausland gingen, wo dann natürlich die Rechtsprechung anders ist oder die Zusammenarbeit der Behörden anders funktioniert. Ja, das ist, glaube ich, noch sehr ausbaufähig. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es in den Jahren jetzt besser geworden ist. Und weil einfach so viele Beschuldigte waren, die fast alle ihre Möglichkeiten ausgeschöpft haben, um sich zur Wehr zu Teile setzen. Von, ja, genau. Also dazu sind ja auch Beschuldigtenrechte da. Mhm. Du selbst warst eben an roundabout 100 Prozesstagen selber vor Ort. Jetzt mal meine Frage, warum tut man sich das an? Ja, ich weiß nicht, ich finde es ehrlich gesagt sehr spannend. Ich habe schon ja andere Prozesse auch gemacht. Also eigentlich hat es bei mir angefangen mit dem Buwak-Prozess so richtig. Babak-Prozess, das fand ich schon recht spannend. Also das hat ja auch relativ lang gedauert. Nicht so lang, aber das war halt damals der Prozess der Superlative und auch den Prozess gegen Strasser, der ja der erste Politiker war, oder Ex-Minister war, der dann sozusagen am Ende des Tages verurteilt wurde, aber der vor Gericht gelandet ist mit Korruptionsvorwürfen. Und
Ja, also ich finde das persönlich spannend, sowas zu verfolgen. Mhm. Aber ich wollte jetzt eigentlich noch, weil du gefragt hast, warum das, der Prozess so lange gedauert hat, das muss ich jetzt auch wieder ausholen. Ja. Ich hoffe, es wird jetzt nicht fad, aber im BUWOG-Prozess, das ist jetzt nur quasi der Titel, im BUWOG-Prozess werden eigentlich vier Fakten verhandelt. Also zum BUWOG, zu den BUWOG-Vorwürfen kamen dann noch diese Terminal-Tower-Vorwürfe dazu. Also das war von Anfang an dann schon. Kannst du ganz dabei kurz auch vielleicht erklären, Terminal Tower? Terminal Tower, da ging es auch, da geht es auch so um, eben um Korruptionsvorwürfe gegen Grasser, Maischberger und Hochecker und Blech. Also da geht es um den Umzug der Linzer Finanzbeamten in den Terminal Tower in Linz. Und das, also die Finanzbeamten wollten das nicht so gern, aber sozusagen, da wurde dann halt verhandelt. Und ja, und im Endeffekt wirft die Staatsanwaltschaft vor, dass da 200.000 Euro gezahlt wurde von der Baugesellschaft an Maischberger, damit man das sozusagen der Finanz schmackhaft macht oder mit der das dem Finanzministerium schmackhaft macht. Weil die Entscheidung lag da doch in gewisser Weise bei Grasser. Er streitet das eher ab, aber es gibt erstens gibt so Mails, wo die Mitglieder des Baukonsortiums zum Teil schreiben, ja, wir müssen Maischberger 200.000 zahlen, damit die, also die Finanz da einzieht. Und also laut Staatsanwaltschaft gab es doch eine Sitzung mit den Finanzbeamten, die für diese Umsiedlung zuständig war, mit den Ministeriumsbeamten. Und die haben ihm dann eben sozusagen präsentiert, dass das jetzt quasi abgeschlossen wäre, die Verhandlungen, und da sei dann Grasser aufgestanden und hätte gesagt, na, kommt nicht in Frage, er will das nicht, und sei gegangen. Also, und da gibt es auch Aussagen, dass man da verblüfft war, und dann ein paar Monate später ging es dann. Also da sieht halt die Staatsanwaltschaft Zusammenhänge, eben auch das Geld geflossen ist, um sozusagen die Finanzbeamten in den Turm zu kriegen. Okay, das heißt ein Fall. Aber das wird natürlich bestritten von allen Beschuldigten, Angeklagten, die da involviert sind. Aber da sitzen natürlich auch jetzt eine Reihe von ehemaligen Managern aus diesem Konsortium, von der Raiffeisenbank, Landesbank Oberösterreich und Porch und Betreibergesellschaft sitzen jetzt dann natürlich jetzt mit vor Gericht. Mhm. Jetzt, weil du gesagt hast, vier Kausen sozusagen. Also ja, dann kommt noch dazu, also das kam dann 2018. Dann kam, also das ist jetzt sozusagen eine andere Geschichte wieder, nämlich die Telekom-Affäre, nur da sind sozusagen auch da, sind eben auch Hochecker und Maischberger angeklagt. Und da wird dann aus verfahrensökonomischen Gründen, damit für die Beschuldigten oder für die Angeklagten, damit die nicht auf drei Prozessen dann oder zwei Prozessen, die unterschiedlich laufen, sitzen müssen, wird das zusammengezogen, und darum ist das auch noch dem BUWOG-Prozess einverleibt worden, was auch keine kleine Causa ist, also eben die Telekom-Causa. Und da geht es jetzt dann auch wieder um, also um Zahlungen an die Politik, die dann über Hochecker Firma gelaufen ist. Das ist wie im Terminal Tower, die Telekom-Causa. Und dann gibt es noch ein kleines Ding rund um die Villa von Maischberger. Da wirft ihm die Staatsanwaltschaft, das ist auch im Laufe des Prozesses dazu gekommen, Prozessbetrug vor. Da muss ich allerdings sagen, da war ich jetzt nicht oft dabei, wenn das verhandelt wurde. Das waren jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Prozesstage. Aber die Telekom hat schon einiges, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber da waren doch viele Zeugen und Prozesstage. Also das hat schon Monate auch verbraucht. Das heißt, alles läuft weitläufig unter BUWOG-Prozess. Genau. Okay. Du hast vor allem sehr viel getwittert immer, wenn du im Gerichtssaal warst. Also ich habe es dann versucht, alle nachzulesen. Ich bin nämlich nachgekommen, es sind vermutlich einige, viele hundert Tweets gewesen. War das eben eine Art Selbsttherapie für dich? Oder sagst du, das ist dein Service nach draußen? Nee, es ist ein bisschen ein Service. Es ist aber auch ein bisschen so eine Art, sozusagen, weil ich würde ja, wenn ich früher, bevor es halt Twitter gab, habe ich in mein Notizbuch geschrieben, und ich habe
viele, viele Hefte sozusagen bei Prozessen im Laufe des Prozesses halt gefüllt mit meiner Mitschrift. Und jetzt twitter ich halt, und es ist sozusagen meine persönliche Mitschrift auch, und lass halt andere okay. mit profitieren, weil ich mache dann, also ich meine, man sollte jetzt nicht, das ist nicht vollständig, was ich twitter, weil ich, mein Hauptauftrag ist natürlich das Radio und das Mittagsjournal und das Abendjournal und das Frühjournal und Ö1 und auch Ö3 und die ganzen Nachrichtensendungen, also wer immer bei mir was bestellt, kriegt dann geliefert und da muss ich natürlich raus und da kann ich nicht twittern. Und darum ist das immer ein bisschen unvollständig. Aber es ist für mich auch sozusagen die Mitschrift des Tages und ich tue mir dann auch ganz leicht und schnell was zu finden, was da war, was für ein Saga war da oder was ich auch fürs Radio brauchen kann, wenn ich dann meinen Text schreibe. Du schreibst gar nicht mehr handschriftlich mit, sondern das ist dann wirklich alles getippt in dein Smartphone. Genau. Okay. Wie findest du dann was? Weil ich habe dann wirklich auch von einem einzigen Prozesstag habe ich gesehen, also das sind sehr viele minutiöse Beschreibungen, was da gerade vorgetragen wird. Ja, also ich scroll durch. Ich meine, blöd ist es nur, wenn das WLAN eingeht oder beziehungsweise bei uns, wir haben so ein Arbeitskammerl, da funktioniert das nicht ganz so gut am Handy. Aber es geht über den Computer und ich brauche nur scrollen. Also ein Tag ist jetzt nicht so viel. Oder bis zum Mittag, also hauptsächlich bis zum Mittagsjournal ist es nicht so viel. Ja. Da vergeht ja die Zeit schnell. Jetzt hast du ja die alle eben an vielen, vielen Tagen erlebt. Verfolgen dich Krasser, Maischberger und Hochecker in deinen Träumen? Nein. Also ich mache ja ganz viele andere Sachen zwischendurch auch. Das war halt jetzt sozusagen, ich habe natürlich sehr viel damit beschäftigt jetzt im Lauf dieser Jahre, weil ich habe eigentlich also schon 2009 dann auch schon angefangen, da zu recherchieren in der Sache. Und aber das kann ich jetzt nicht sagen, nein. Wie hast du dir denn den Überblick bewahren können im Laufe dieser Jahre eben? Naja, also alle, ich meine, so Details, das merke ich mir auch nicht, das ist ausgeschlossen. Also ich hätte ja gerne ein fotografisches Gedächtnis, das wurde mir leider nicht vergönnt. Aber in groben Zügen geht es ja eh immer, also seit 2009, eben um diese Vorwürfe, gab es Korruption rund um die Buwak-Privatisierung, gab es Korruption rund um die um den Terminal Tower und die Telekom-Causa, da war ich auch, also da gab es ja schon mehrere Prozesse dazu, also der jetzt auch angeklagte Ex-Telekom-Chef Rudolf Fischer, der jetzt ja auch im Prozess sitzt, der ist ja schon mehrfach verurteilt worden und da war ich auch also bei den Prozessen dabei, also bei einigen zumindest. Mhm. Und also die groben Züge bleiben dir schon hängen. Ich muss dann manchmal immer, wenn es sehr lange Pausen gibt, dann muss ich wieder ein bisschen nachlesen, was war zuletzt oder wo war der Stand etwa. Aber ja, das ist jetzt, man muss halt immer ein bisschen nachlesen und nochmal reinhören in alte Geschichten. Also ich habe jetzt zum Beispiel sozusagen jetzt mal für das Ö1-Journal so eine Geschichte gemacht, warum hat das so lange gedauert, diese Ermittlungen. Und da habe ich mir dann eben so frühere Beiträge angehört und dann sieht man, oder auch die Vertextung davon. Und dann sagt man, das war ja auch oder so. Und stimmt, das war ja schon 2014, waren die ja eigentlich fertig. Mhm. Ich habe auch eben zur Vorbereitung jetzt auch so eben ältere Artikel gelesen oder auch eben Podcast, die so 2017 als der Prozess gestartet ist, wo man davon ausgegangen ist, es dauert ein Jahr, maximal zwei und das war damals schon so, wow, 2 Jahre und jetzt sind es aber schon 3 Jahre. Naja, eigentlich hat ja die Richterin heuer geplant, dass sie so im Frühsommer, also später Frühling, Frühsommer fertig wird und dann kam Corona noch dazu. Und das hat natürlich auch alle Landesgerichte getroffen, auch das Wiener Landesgericht. Und da war einfach nicht möglich zu verhandeln. Und das hat natürlich für monatelange Verzögerung heuer gesorgt. Also ich denke mal, nachdem es jetzt doch quasi mit den Schlussplädoyers und den letzten Stellungnahmen der Angeklagten vorerst zu Ende gegangen ist, aufs Urteil warten wir ja noch, wäre sich das vermutlich ausgegangen bis Frühsommer oder so, also für Mai, Juni. Wir treffen uns ja heute eben am 29. Oktober. Das Urteil ist noch nicht da. Es gibt
Gerüchte, dass es an einem Freitag im November kommen wird. Es kann aber auch im Dezember sein. Niemand weiß es so genau. Das heißt, wir reden ja heute bewusst, bevor das Urteil fällt. Mhm. Kann es auch sein, dass es noch viel später kommt? Das kann ich jetzt irgendwie ein bisschen schwer abschätzen. Also ich weiß jetzt nicht, Stand heute, man weiß nicht, wie es mit Corona weitergeht. Es kann natürlich, ich weiß nicht, wenn ein neuer Shutdown oder Shutdown-Light käme, kommt. Also das kann man nicht sagen, dass, wie dann das Gericht reagiert oder ob das stattfinden kann. Weil ich meine, die ganzen, also es sind viele Anwälte, auch ein Teil der Angeklagten, nicht mehr die jüngsten, potenzielle Risikogruppe, was natürlich von den Anwälten auch immer wieder so, also nebenbei angesprochen wird. Und die reisen dann irgendwie aus dem ganzen Land an. Ja, also man hat jetzt schon so Corona-Maßnahmen im Gericht getroffen, dass alle mit Abstand sitzen und aufgeteilt. Wenn dann jetzt dann ein Urteil ist, dann ist natürlich der Medienandrang wäre größer. Ich weiß nicht, wie die das handeln würden. Mhm. Aber das ist jetzt total spekulativ. Mhm. Man muss warten, wie sich das entwickelt. Dann gehen wir doch mal in den Gerichtssaal rein mit dir. Mhm. Was waren denn so die skurrilsten Momente im Laufe dieses Prozesses, die dir so hängen geblieben sind? Mit was hast du gar nicht gerechnet? Womit keiner gerechnet hat, war dieses Geständnis von Peter Hochegger oder Teilgeständnis, das er da ja am Anfang des Prozesses abgelegt hat. Das hat sowohl uns Prozessbeobachter vom Hocker gehaut und natürlich auch die Mitbeschuldigten oder Mitangeklagten. Also da ist dann schon eine sehr Eiszeit eingekehrt zwischen Grasser, Maischberger und Hochegger. Vorher war man da doch ganz am Anfang noch amikaler, wie es losgegangen ist. Und er hat ja das, glaube ich, noch im Dezember, glaube ich. Ja, also vierter Verhandlungstag, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, so ungefähr, hat dann sein Anwalt gesagt, ja, der Peter Hochegger wird ein Geständnis ablegen. Warst du da im Saal auch? Ja, ich glaube schon. Kannst du dich noch erinnern? Wie hat er da gesprochen? Also nein, das hat das erste Szenario. Also der war ja noch nicht dran. Da waren ja sozusagen begonnen hat das mit den Anfangsplädoyers der Staatsanwälte. Dann kam, die haben schon fast einen Tag lang plädiert. Dann kamen die Grasser Anwälte, die haben ebenfalls, die haben auch einen guten Tag, wenn ich mich jetzt recht entsinne, oder länger noch. Weiß nicht. Und dann Maischberger und dann kam erst Blech Anwalt und dann kam der Hochegger Anwalt und der hat dann das hat dann schon immer ein paar Tage gedauert der hat dann plötzlich das losgelassen. Hochegger selber hat dann noch gar nichts gesagt. Mhm. Da wurden dann zuerst alle Anfangsplädoyers von allen Angeklagten fertig gemacht und dann, also das war dann kurz vor Weihnachten, kam dann Hochegger selbst zu Wort und wurde, glaube ich, gleich als erster von der Richterin befragt. Mhm. Und dann geht es ja los nach den Plädoyers, dann tut die Richterin sozusagen die Angeklagten einvernehmen und die hat dann mit dem Hochegger angefangen. Und da waren wir dann natürlich schon vorbereitet in etwa sozusagen, worum es geht. Also da war sie dann nicht mehr so überraschend, aber am Anfang war es der Anwalt und der hat irgendwie so gesagt, ja, die BUWOG war keineswegs super, also die BUWOG-Privatisierung war keineswegs super sauber. Mhm. Und meiner Erinnerung war es ja irgendwie so, dass er auch, Hochegger wurde ja schon mal verurteilt und hat schon mal eine Haftstrafe absitzen müssen, auch für Untreue im Zuge der Telekom-Affäre. Und hat er irgendwie gesagt, er möchte nicht nochmal so lange ins Gefängnis müssen, dass das so ausschlaggebend für ihn war? Nein, er sagt da eher, er ist geläutert, er hat bei einem korrupten System mitgemacht, also das ist sein Wording und er will damit abschließen. Das hat er jetzt auch am Schluss in seinem Schlussstatement gesagt, dass er dieses Kapitel in seinem Leben schließen will und ein neues Kapitel aufmachen will und drum, also auch in der Telekom Causa, wo er ja da jetzt auch mit angeklagt ist, da ist er ja auch teilgeständig
teilgeständig und er will da sozusagen einen Schlussstrich ziehen. Ich meine, die Verteidiger von Grasser und Co., die sagen natürlich, der Hohecker, der hat das jetzt irgendwie erfunden, damit er eben nicht mehr ins Gefängnis muss. Und die haben da auch sozusagen jetzt den ganzen Prozessverlauf immer versucht, da sozusagen Unsicherheit zu schüren. Also, dass er da einen Deal, also versucht hätte, einen Deal mit der WKStA zu machen. Das geht sich aber nicht aus, sozusagen, weil während er im Gefängnis saß, war sein Anwalt bei der Chefin von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu einem Termin. Ich glaube, also offenbar eher auch, um sozusagen dazu sagen, dass sich der Hohecker da jetzt doch mehr sagen würde. Aber da war die Anklageschrift schon fertig und da kann die Staatsanwaltschaft nicht mehr sagen, dann machen wir irgendwie eine Grundzeugenregelung, das ist dann gelaufen, dann liegt das beim Gericht. Mhm. Das heißt aber, wenn Hohecker jetzt für schuldig empfunden wird, wenn das Gericht ihm glaubt mit seinen Schilderungen, dann ist es ja recht schwierig, dass die anderen Angeklagten freigesprochen werden, oder? Also man kann doch nicht den einen für sein Vergehen verurteilen und die anderen nicht. Nicht. Also wenn, dann können sie, also wenn sie freisprechen und sagen, nein, dann glauben wir halt den Hohecker nicht. Also der hat das dann gesagt zum Selbstschutz oder so, oder um besser eben wegzukommen. Also die Verteidiger von Grasser sagen immer, der ist jetzt quasi in der Win-Win-Situation. Kann das eine Taktik von Anfang an gewesen sein, dass man Hohecker vorschickt davor und sagt, also er bekennt sich für schuldig, die Gegenanwälte stellen ihn als unglaubwürdig dar und damit werden dann am Ende alle freigesprochen? Das wäre eine merkwürdige Taktik. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also da war auch wirklich, Grasser und Maischberger, also da war da, glaube ich, schon der Schock relativ groß, wie der da plötzlich mit dem Teilgeständnis daher gekommen ist. Das war ihnen schon auch anzumerken, dass sowas ist dann, hat, glaube ich, schon einigen Ärger und einige auch Enttäuschung oder so ausgelöst, weil die ja ihn doch als Freund empfunden haben. Wie hat sich denn auch bei den anderen das Verhältnis so im Laufe dieser 3 Jahre Prozess aus deiner Wahrnehmung verändert? Verändert. Grasser hat ja eigentlich immer gesagt, ja, er ist sauer auf Maischberger. Und nachdem das eben bekannt geworden ist und er hätte dann den Kontakt abgebrochen. Und im Prozess war jetzt so in den Pausen oder sowas, waren die eigentlich ein recht freundschaftliches Verhältnis nach wie vor. Also da im Pausenhof beim Rauchen sieht man immer wieder beide und auch die anderen Angeklagten. Nur der Hohecker ist halt sozusagen, der ist der Outsider in dem Ganzen. Aber sonst, das war eigentlich jetzt so durchgehend die Situation. Und so individuell von jedem das Auftreten sozusagen, also kommt auch der Grasser noch so selbstbewusst in einen Gerichtssaal rein wie vor 3 Jahren und Maischberger auch, oder merkt man da auch, dass das an ihnen genagt hat? Na, ich glaube, selbstbewusst sind beide, also da war man merkt schon manchmal, wenn sie sich sehr ärgern über, keine Ahnung, wenn die Staatsanwaltschaft irgendwas sagt oder der Hohecker, der kann natürlich auch immer wieder ein bisschen sticheln und hat dann Stellungnahmen gemacht und die dann wieder gekontert wurden von Grasser. Also die haben schon immer versucht, auch eben Hohecker als nicht glaubwürdig darzustellen und er hat sich dagegen verwehrt. Aber ich glaube, also mangelndes Selbstbewusstsein ist dann nicht so. Ist nicht das Problem der Beteiligten. Okay. Von keiner Seite, würde ich jetzt mal meinen. Ja. Aber es gibt natürlich Tage, wo man den Eindruck hat, ja, es ist ein bisschen besser drauf. Und also Grasser ist immer, ist, glaube ich, sehr bemüht, sehr seriös vor Gericht aufzutreten. Er ist auch sehr freundlich und sehr beliebt bei, sagen wir jetzt, beim Chef von der Gerichtskantine und bei den ganzen Angestellten dort im Gericht. Also der ist immer recht höflich und freundlich. Weil er einen Schmäh laufen hat, oder? Der mit dem Schmäh ist dann eher der Maischberger, der
tut, glaube ich, mit den Leuten schon noch ein bisschen rumscherzen und so. Trotz Prozess. Aber das ist halt, wenn es etwas so lange dauert, das habe ich auch schon bei anderen Prozessen erlebt, da trifft sich dann alles im Raucherhof. Mhm. Und da wird dann halt geschimpft oder gelacht. Also das ist jetzt nicht alles tot ernst immer. Hast du irgendwo auch mal erlebt, dass eben einer von den Angeklagten dann wirklich so die Fassung verloren hat? Oder so ein bisschen diese Maske abgefallen ist, die wir alle jetzt nur kennen aus den Medien? Na, eigentlich, also da könnte ich mich jetzt an keine Situation erinnern, wo das so, also ich meine, wieder der Hochegger, das Geständnis, da ist, glaube ich, schon allen wirklich das Gesicht runtergefallen. Aber das ist jetzt nicht überraschend, wenn du mit sowas überhaupt nicht rechnest und das gar nicht im Visier hast. Also, aber dann verschwinden die Leute, glaube ich, eher in den Hinterräumen, wo man das jetzt nicht so beobachten kann. Aber ich muss gestehen, ich schaue halt auch viel auf, wenn ich schreibe, halt nach unten und habe nicht immer im Auge. Aber das, also da wäre mir jetzt nichts aufgefallen. Es gab doch auch viele kleinere und größere Ungereimtheiten im Laufe dieses Prozesses. Also dass einfach die Angaben, die teilweise von den Anwälten, Angeklagten kamen, nicht gestimmt haben. Wo zum Beispiel nachweislich, weil ein Bewegungsprofil erstellt wurde, Karl-Heinz Grasser nicht an dem Tag dort war, wo er angegeben hat, sondern dass er in Italien war. Oder irgendeinen Flug, wo es geheißen hat, er ist in Ägypten, das war aber sein Vater, der in Ägypten war. Also ja, das war jetzt am Schluss, das war noch sozusagen, ich weiß jetzt nicht, wie weit stimmt, also das war dann sozusagen, da hat, glaube ich, der Teufel, also dieser mitangeklagte Wirtschaftsanwalt, eben gesagt, na, also da, die muss ich kurz überlegen, in welchem Zusammenhang das war. Also eben, ja, dass das nicht so stimmt, wird jetzt die Staatsanwälte ihm da vorwerfen, dass er da zusammen mit dem Grasser war. Genau, da ging es, glaube ich, um ein Treffen, nachdem das alles aufgeflogen ist, wo er da den Grasser beraten haben soll. Oder da hat er zumindest, gibt es da so Aufzeichnungen, die ihm bei Teufel beschlagnahmt wurde, hatte eine wilde Nacht mit Grasser und Maischberger. Teufel sagt, na, da war der Grasser nicht persönlich dabei, da war nur im Büro von Maischberger, wo auch ein Schreibtisch war, den der Grasser genutzt hat oder so. Und dann hat er eben gesagt, ja, dass in einer letzten Stellungnahme, bevor dann die Plädoyers begonnen sind, na, dass die Staatsanwälte da auch sozusagen das gar nicht beachtet haben, trotz Bewegungsprofil, dass der Grasser da ja nach Ägypten geflogen ist an dem Tag. Und trotzdem wirft ihm die Staatsanwaltschaft das vor und die hätte da eben schlampig gearbeitet. Die Staatsanwälte haben dann interessanterweise im Schlussplädoyer darauf repliziert und gesagt, naja, das sei keineswegs so, dass sie da schlampig gearbeitet haben, sondern da sei nicht der Grasser an Bord gewesen, sondern der Vater von Grasser bei dem Flug. Mhm. Also wie stellt man sich das vor? Jetzt bin ich zum Beispiel eine extrem schlechte Lügnerin. Das hat irgendwie schon in der Schulzeit bei meinen Eltern nicht geklappt. Ja? Also sobald man jemand konfrontiert, dass die Aussage, die jemand gemacht hat, nicht stimmt oder die Daten nicht stimmen, wie haben die sich verhalten? Oder haben das dann immer die Anwälte übernommen, wenn sie darauf hingewiesen wurden, dass irgendwas nicht korrekt war? Naja, darauf hingewiesen wurden, dass, also das ist ja nicht so, dass da die Richterin sitzt und sagt, ja, sie haben da jetzt am Blödsinn gesagt, die stellt Fragen und die stellt weiter Fragen. Und da wirst du nicht jetzt so konfrontiert und sagst, sie lügen mir da ins Gesicht oder so. Also das, so agiert die Richterin nicht. Also die bleibt da eher cool, die stellt ihre Fragen. Und ich meine, es wurden dann immer wieder diverseste Antworten geliefert, manche sehr fantasievoll. Aber so letztlich muss das dann die Richterin und ihr beisitzender Richter und die beiden verbliebenen Schöffen sozusagen bewerten. Glauben Sie das jetzt oder glauben Sie das nicht? Also da wirst du jetzt nicht konfrontiert und niedergemacht. Herzchen, lügen wir da ins Gesicht. Also das, also sagt man vielleicht manche Richter irgendwo bei anderen Prozessen, aber nicht in diesen. Wie ist es dir gegangen beim Zuhören, dass du manchmal das Gefühl gehabt hast, also das ist jetzt so fantasievoll platt kreiert, das kann einfach jetzt niemand mehr glauben?
Ich versuche mich da immer eher zurückzuhalten. Also ich habe andere Prozesse erlebt, wo ich mir echt gedacht habe, na, das ist jetzt eine Märchenstunde. Ich meine, klar, da gibt es auch sehr fantasievolle Darstellungen, wie das sozusagen in Liechtenstein war. Da sieht ja sozusagen die Staatsanwaltschaft als einen der wichtigeren Beweise, dass die schuldig sind, weil da ist sozusagen ein sehr undurchschaubares Geflecht, wo da Gelder hingeflossen sind. Und das hat die Staatsanwaltschaft dann relativ genau aufgeschlüsselt, dass eben Geld aus dieser BUWOG-Provision letztlich in einem Konto, das dem Grasser zugeordnet oder Grasser zugeordnet wird oder werden kann, sozusagen gelandet ist. Und Grasser bestreitet das aber nach wie vor. Also da ist halt, da muss man auch sozusagen dabei bleiben. Und ich meine, wenn es nicht, also sozusagen nicht seins ist, wird das auch natürlich sagen. Mhm. Weil du jetzt auch die Richterin angesprochen hast, dass die einfach recht cool offenbar sich die Sachen einfach anhört und ihre Fragen stellt. Wie hast du denn die Richterin Marion Hohenegger erlebt? Also hat die sich auch mal aus der Reserve locken lassen? War die immer kontrolliert? Nein, die kann schon ganz schön streng werden. Also am Anfang, vielleicht hole ich da noch kurz aus, weil am Anfang war ja die wahnsinnig umstritten bei der Verteidigung, nämlich weil ihr Ehemann auf Twitter sich da Grasser kritisch geäußert hat. Also einige Jahre bevor dieser Fall dann bei ihr gelandet ist. Und das ist halt den Anwälten, also vor allem den Grasser Verteidigern, die haben das entdeckt und haben das natürlich dann versucht, sozusagen die Richterin als befangen zu erklären. Sie hat der oberste Gerichtshof, weil da gab es noch ein anderes Problem, ob das jetzt die richtige Richterin ist, ein sehr komplex juristisches Problem. Und da war ja sozusagen bis kurz vor dem Prozessbeginn war ja nicht klar, kann dieser Prozess starten, gell? Und der OGH hat das dann sozusagen gesagt, na, das ist die richtige Richterin. Und da wurde, wenn ich mich jetzt recht entsinne, wurde damals auch gesagt beim OGH, naja, du kannst nicht, also quasi Sippenhaftung, die Richterin für ihren Ehemann, also der auch ein Richter ist, verantwortlich machen. Und das, also das geht nicht. Aber nichtsdestotrotz hat das halt begonnen, der Prozess halt mit scharfen Geschützen gegen die Richterin. Die hat das aber sehr, sehr cool weggesteckt, weil das war sicher nicht einfach. Also wenn du da sitzt und hat auch die Anträge, dass sie befangen ist, abgewiesen mit dem Gerichtssenat. Und hat wirklich im Laufe des Prozesses also sehr, sehr genau sozusagen alles aufgearbeitet, auch die eben alles, wenn die Angeklagten Stellungnahmen oft stundenlange oder Anträge von der Verteidigung, die hat das alles sehr geduldig angehört. Ich meine, sie macht, also wenn es dann heiß hergeht oder Maischberger zwischenruft oder so, dann oder Einäther, der Anwalt Einäther aufspringt, der manchmal sehr mal dazwischen schreit, dann hat sie was recht streng, aber sie war auch irgendwie manchmal zu Scherzen aufgelegt. Und was, glaube ich, und das hat auch sehr viel dann bei der Verteidigung eigentlich geändert im Laufe der Jahre, weil am Anfang war sie, naja, die befangene Richterin und jetzt so am Schluss waren dann alle voll des Lobes. Auch Grasser selbst hat ihr Rosen gestreut, also dass sie das, dass sie oder das Gericht halt eben ihm das Vertrauen in die Justiz zurückgegeben hat, die ihm halt die Staatsanwaltschaft genommen hat, sozusagen, weil die Richterin da eben so toll das aufgearbeitet hat. Und ich meine, was ich ja wirklich höchst bewundere, ist dieses unglaubliche Gedächtnis dieser Frau. Also die kennt diesen Akt, der, also ich habe mal gefragt, wie viele Seiten das sind, das konnte mir keiner beantworten. Nur weil man es nur gesagt im Gericht, ja, das ist ein ganzes Richterzimmer voll mit Akten und das wird immer enger. Also das kann ja keiner sagen, aber die kennt den in- und auswendig. Also der Grasser selber hat, also das ist mir auch noch gut in Erinnerung,
dass er mal irgendwie sein Hochzeitsdatum falsch gesagt hat und die Richterin ihn spontan korrigiert hat. Und auch zu Aktenzahlen schießt sie da aus der Hüfte. Das ist echt bemerkenswert. Hast du mit der auch mal gesprochen, Emil? Nein, also das wird nicht gern gesehen. Also auch das, also ich kann als Richter geben meistens keine Interviews. Also ich habe noch keinen jetzt gekriegt. Also ich glaube, die Claudia Bandion-Ordner, die Barbergerichtin, hat dann im Nachhinein Interviews gegeben. Mhm. Aber während dem Prozess oder sowas, das ist so ein No-Go. Auch die Staatsanwälte dürfen keine Interviews geben. Also du hast eigentlich immer, also das ist ja vielleicht ein bisschen eine Benachteiligung der Staatsanwaltschaft, weil während dem Prozess die Anwälte und auch die Angeklagten, die können jederzeit natürlich Interviews geben. Das bringt mich auch zu der Frage, ob es rund um den Buwo-Prozess eine Litigation-PR, Public Relations, gegeben hat. Also Litigation ist eben diese strategische Pressearbeit rund um einen Prozess, um ein bisschen dieses Bild zu beeinflussen. Medial. Ja, doch, also das gab es schon. Mhm. Also das, ich glaube, dass das dann auch ein Teil der Anwälte auch als in ihre Job Description sieht, sozusagen den Medien die Sicht ihrer Mandanten und sozusagen ihre Rechtssicht zu erklären. Aber das ist, finde ich, sehr hilfreich, weil du kannst dann, wenn du hörst, ja, es gibt diesen Vorwurf, oder dann kann man gleich fragen. Warum, was sagt da der Angeklagte dazu oder der Beschuldigte, also wenn es noch die Ermittlungsphase ist? Hat sich deiner Wahrnehmung nach dieses Bild in der Öffentlichkeit jetzt vor allem zu krasser, weil der ja die Hauptfigur irgendwie ist, verändert in diesen Jahren? Also gibt es jetzt auch so ein bisschen eine Stimmung, dass man sagt, also der war jetzt so lang auf der Anklagebank und es kam nichts raus, da kann nichts dran sein. Diese mediale Vorverurteilung, die ja auch oft vorgebracht wurde von den Angeklagten. Hast du das Gefühl, das kommt jetzt auch ein bisschen bei der Bevölkerung an? Ich kann das jetzt irgendwie schwer sagen. Ich meine, es wird mir manchmal erzählt, andere. Also mich fragen die meisten eigentlich nur, wann kommt jetzt das Urteil, wann ist es fertig? Also das jetzt, ich kann es jetzt irgendwie schwer beurteilen, weil mich reden schon Leute drauf an, aber ich versuche mich da jetzt nicht zu großen Meinungsäußerungen dahin reißen zu lassen. Also weißt, ich bin jetzt nicht der Richter, ich bin nicht der Staatsanwalt, ich bin der Beobachter. Es ist ja auch in Österreich auf jeden Fall so, dass Journalistinnen und Journalisten vor eines Urteilsspruchs auch selber ihre persönliche Meinung jetzt, wie ein Urteil ausgehen könnte, eigentlich nicht kundgeben dürfen, damit der Prozess einfach fair bleibt und auch niemand beeinflusst wird. Meine Frage aber ist, ob du dir trotzdem für dich schon ein Urteil gebildet hast. Nein, wie gesagt, ich sehe mich da eher als Beobachter. Und es ist ja auch, gerade so bei so Wirtschaftsprozessen, ist es ja auch nicht so einfach und klar, wenn du jetzt, sagen wir mal, jetzt einen Mordprozess hast und eine DNA-Spur und Fingerabdrücke oder halt solche Sachen, dann kannst du dir wahrscheinlich eher denken, wie es ausgehen wird. Und bei Wirtschaftsprozessen, da hängt halt irrsinnig viel, also du hast viele Indizien, manche sprechen für die Darstellung der Verteidigung, manche unterstützen die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Und ob liegt dann dem Gerichtssenat in der Beweiswürdigung zu sagen, ja, das glaube ich mehr oder das glaube ich mehr. Ja? Und man kann es irgendwie schwer sagen, weil die krass, also beim Buwo-Prozess jetzt, wenn ich es jetzt auf so konzentriert, also die Verteidiger von Grasser sagen, naja, es gibt keinen Zeitpunkt, wo Maischberger Grasser dem Maischberger den Tipp, um den's da geht, der der Immofinanz weiterverkauft wurde, um 10 Millionen gegeben wurde. Da gibt's nicht einen fixen Zeitpunkt, wo die zwei nebeneinander fotografiert wurden oder abgehört wurden oder was immer. Und die Staatsanwälte sagen, mehr oder weniger, das habe ich erst schon gesagt, aber
Teile der Provision sind dann in die Krassersphäre auf Offshore, also auf Konten von Offshore-Firmen gegangen. Wie kann das sein? Also das ist ein deutlicher Hinweis, dass er damit profitiert hat. Und da ist halt die Frage jetzt, wie bewertet das der Richtersenat? Was misst er oder welchen Umstand misst er da mehr Gewicht zu? Bei diesen Geldern, von denen du jetzt sprichst, da ist er dann oft vorgebracht worden von Grasser, dass halt ein Teil davon seiner Schwiegermutter gehört hat oder ein Teil seiner Frau gehört hat. Na, das Schwiegermuttergeld, das sogenannte, das sagt auch die Staatsanwaltschaft, das ist nicht aus der Buwog-Provision, das ist ein anderes Geld. Es ist, glaube ich, da geht es eher um die Frage des Geldflusses sozusagen auf ein spezielles Konto dann in Liechtenstein, das offenbar der Ehefrau von Grasser gehört. Und alles ist irgendwie vorher, also dieses ganze Gelder von Buwog-Provision und von eben dieses Schwiegermuttergeld, das ist dann alles auch bei so einer Offshore, auf einem Offshore-Konto gelandet von der Mandarin Group in Liechtenstein, und das hat sich dann dort vermischt. Und ich, Maischberger und Grasser sagen, das war ein Zufall, das haben wir nicht gewusst, da sind wir erst draufgekommen, eben 2009, wie das aufgekommen ist, diese ganze Provisionszahlung. Mhm. Also wo sind Sie dann zufällig draufgekommen 2009? Dass es noch andere Konten gibt? Nein, dass das gemeinsam auf einem Konto, nämlich dem Mandarin-Konto gelandet ist, also den Grasser, sein Schwiegermuttergeld und Buwog-Provisionsgeld, von dem der Maischberger sagt, das gehört ihm. Die Staatsanwaltschaft sagt, na, das ist der Grasser-Anteil. Und da ist halt dann sozusagen, wie gewichtet das Gericht sozusagen dieses ganze, also diesen ganzen Dschungel, der da jetzt sozusagen im Prozess aufgearbeitet wurde oder zumindest versucht sehr genau aufzuarbeiten, wie bewerten die das? Das heißt, ist es am Ende eine Frage, wer war überzeugender, welche Seite? Ja, ich weiß nicht, das, ja, also ich war noch nie Schöffe. Ich weiß es nicht, wie das dann läuft. Also weil da ist ja niemand dabei sonst bei den Gesprächen. Aber ja, also sozusagen, was wiegt schwerer? Oder wo gibt es die meisten Hinweise? Oder sagt man, naja, das ist jetzt, wir zweifeln dran, dass, also wir können es nicht mit der ausreichenden Sicherheit sagen, dass dieser Tipp wirklich von Grasser an den Maischberger gegangen ist. Könnte auch irgendwer anderer sein. Also die Verteidigung sagt, da gab es x Leute, die das auch beim Konkurrenz im Unternehmen, bei der Immofinanz, diese Zahl weitergegeben haben könnten. Der Maischberger sagt, er hat es vom verstorbenen Kärntner Landeshauptmann Heider den Tipp gekriegt. Also jemand, der nicht mehr am Leben ist, ist das schwierig dann eben. Okay. Und ja, das ist einfach eine Beweiswürdigungssache. Das heißt, wenn die Richterin und auch der zweite Berufsrichter zum Beispiel für schuldig plädieren und die zwei Schöffen für nicht schuldig, dann bleibt er nicht schuldig, oder? Weil es doch im Zweifel für den Angeklagten dann ist. Nein, also so läuft das nicht. Ich muss jetzt kurz überlegen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das wäre. Also das habe ich mir jetzt nicht überlegt. Aber ja, ich nehme mal schon an, dass die zu einem, also aber wenn die beschließen dann schon gemeinsam im Zweifel für die Angeklagten oder eben schuldig. Also ohne zu sagen was, aber hast du für dich schon eine Vorahnung, wie es ausgeht? Gar nichts? Das heißt, das ist für dich dann auch eine große Überraschung? Klar. In die eine und andere Richtung? Also ich bin da ganz schlecht. Es ist nicht nur beim Buwog-Prozess, ich halte mich da immer eher sehr zurück. Ich bin da schlecht im Raten. Weil das, ich kann, manchmal liege ich richtig, manchmal liege ich falsch. So, mit deiner Erfahrung jetzt aus diesen Prozessen, glaubst du an Gerechtigkeit im Gerichtssaal? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Manchmal hat man das Gefühl, ja, das war gerecht. Dann gibt es wieder andere Urteile, wo du dir denkst, das ist, das verstehe ich jetzt nicht, weil
ich das jetzt, weil ich hätte eher freigesprochen, das ist klar, das gibt es, also Gerechtigkeit. Ich meine, Gerechtigkeit, wenn ich jetzt schaue, also jetzt auf die Telekom-Affäre, also das finde ich ja auch sehr, sehr bezeichnend, weil jetzt sagen wir, dieser Ex-Telekom-Chef Rudolf Fischer, der ist jetzt, ich weiß nicht, das fünfte Mal angeklagt, ist mehrfach verurteilt. Ich weiß gar nicht, ob der noch zu viel verurteilt. Ich habe das jetzt nicht im Kopf, wie viel ich habe ihn letztens gefragt, aber ich habe es jetzt vergessen. Zu wie vielen Jahren der schon verurteilt wurde. Und also diverse andere kleine Werbeleute und ein Pressesprecher vom Justizministerium, ein ehemaliger, wurden da verurteilt. Die Politiker sind eigentlich alle, die sich eben der Telekom so quasi als Geldautomat bedient haben und sich alles Mögliche sponsern haben lassen, die sind da eigentlich nicht einmal angeklagt worden. Bis auf, glaube ich, Gorbach oder so, der musste dann der wurde diversionell behandelt und musste dann sogar weniger zahlen als seine Sekretärin, also als Strafe. Also gerecht? Ist das gerecht? Da wurden einige Leute verurteilt, die halt am Rande damit zu tun hatten, die Telekom-Manager und die Politiker, die das ausgenutzt haben, denen ist nichts passiert. Würdest du sagen, die Justiz in Österreich ist da besonders sanft, wenn es um Wirtschaftskriminalität geht und um Korruption? Besonders sanft? Ich glaube schon, dass es eine gewisse Beißhemmung gibt, sobald Politiker ins Spiel kommen. Warum? Ich glaube jetzt nicht, dass das an den Staatsanwälten jetzt an sich liegt. Vielleicht manchmal schon auch, aber nicht direkt, nicht die, die an der Front sind. Aber ich glaube, dass da sozusagen die Sorge dann, oder dass es dann nicht so, weil die entscheiden das ja nicht allein, das entscheidet ja dann vom Justizministerium, Oberstaatsanwaltschaft, Justizministerium, Weisungsrat mit. Und ich weiß nicht, da gibt es halt immer viele verschiedene Rechtsansichten und die Stärkeren oder die weiter oben, die setzen sich halt meistens durch und die, ich kann es jetzt nicht beurteilen, ob dann immer die Sache ist, weil die müssen dann immer berücksichtigen, wie hoch ist dann die Verurteilungschance und macht das einen Sinn oder ist die Verurteilungschance eh zu gering und darum stellen wir es ein oder verfolgen das nicht weiter. Aber es ist halt manchmal auffällig, dass die Politik ins Spiel kommt, dass dann halt sozusagen nicht so scharf vorgegangen wird wie beim Händeldieb, beim Sprichwörtlichen. Jetzt ist ja aber so was, halt nur mein Gefühl. Ja. Ist es in anderen Ländern schon ein bisschen fortgeschrittener, sozusagen auch Politiker dann dran zu nehmen? Da muss ich gestehen, da war es mit anderen Ländern. Also zum Beispiel Deutschland, Italien, dass man sagt, also in Österreich gab es wenig Verurteilungen bisher. Ich weiß, in Deutschland, da folge ich jetzt nur so Korruptionsprozesse jetzt persönlich nicht, weil ich bin ja nur fürs Inland zuständig oder für Inlandsachen zuständig. Aber ich meine, die haben halt andere, also das ist einfach ein anderes System, die haben diese Dealmöglichkeit. Also siehe Eurofighter oder sowas, da wird dann halt mit der Firma ein Deal gemacht. Oder auch mit Beschuldigten und damit das Verfahren beendet. Das kann ich jetzt nicht, da weiß ich einfach zu wenig, das kann ich nicht vergleichen. Mhm. Letzte Frage, eben wenn das Urteil kommt, ob es jetzt November, Dezember sein wird, ist es ja damit nicht vorbei, weil jetzt sehr oft geschrieben wird, also endlich das Ende im Buwak-Prozess. Also egal, wie es ausgeht, wird er wahrscheinlich dann in die nächste Instanz gegangen von beiden Seiten. Das heißt, wenn schuldig gesprochen wird, wird ziemlich sicher eben von den Anwälten. Ja, also den Anwälten davon kann man ausgehen, egal wie es ausgeht. Also das ist nicht vorbei und das wird dann sicher noch,
ein paar Jahre beschäftigen, weil es dauert ja schon, also egal wie es, also wie es ausgeht, es muss ja Urteilsbegründung geben, schriftlich. Und dann wird man sehen, also ich meine, es wird alles angefochten werden von jeder Seite, die halt sozusagen, also bei Schuldsprüchen, die Verteidiger, also die haben das eh schon angekündigt und ich nehme mal an, die Staatsanwälte ebenfalls, falls freigesprochen wird. Und das dauert dann wieder einige Jahre, bis das dann sozusagen ausjudiziert ist. Also ich habe dann heute gelesen, dass, also wenn es danach zum obersten Gerichtshof kommt, ins nächste Instanz, oder eigentlich Oberlandesgericht und dann... Ja, sozusagen OGH. Nichtigkeitsbeschwerde macht dann das, der oberste Gerichtshof und Strafmaß und so weiter. Das geht dann, macht dann das Oberlandesgericht. Das heißt, da ist dann frühestens Frühjahr 2023 wieder mit einer Entscheidung zu rechnen. Wirst du auch das dann mitverfolgen im Prozess? Ja, wahrscheinlich. Also außer, keine Ahnung, es holt mich der Corona oder so. Okay, das heißt, auch die Jahre haben dich nicht abgeschreckt, weiterhin im Bewerbprozess. Nein, weil, also, das, es ist ja dann, ich kenne mich halt dann schon halbwegs aus. Also, wenn ich jetzt krank würde oder sowas, dann müssten natürlich Kollegen einspringen. Und das ist jetzt auch nicht so kompliziert, weil wir müssen uns im Radio eh versuchen, immer, so wer jetzt zugehört hat, wird es eh vielleicht eh finden. Ja, es ist relativ kompliziert alles. Aber wir müssen eh versuchen, das immer auf einen halbwegs verständlichen Nenner herunterzubrechen, damit im Radio ein sehr flüchtiges Medium, das man halt so im Zuhören verfolgt, dass die Leute dann doch ein bisschen was mitkriegen, auch wenn sie nicht ganz genau zuhören. Dann ist das meine Ausstiegsfrage. Also gerade weil es so komplex ist, warum ist es denn wichtig, dass die Bevölkerung weiß, um was es im BUWOG geht und wie der Prozess ausgeht? Naja, eben, es ist nicht alle Tage, dass ein ehemals aktiver Spitzenpolitiker vor Gericht steht. Also Strasser hatten wir schon und ich denke mal, das ist, muss natürlich gerichtlich aufgeklärt werden, ob diese Vorwürfe stimmen oder nicht. Und wir werden sehen. Liebe Petra, vielen herzlichen Dank, ja, danke, dass du heute gekommen bist. Ja, ich werde dich dann nochmal kontaktieren, wenn das Urteil da ist, ob das sich vielleicht doch gedeckt hat mit deiner inneren Vermutung, auch wenn du es jetzt noch nicht sagen darfst. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für das Erklären. Und ja, ich hoffe, man kennt sich aus. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu kompliziert. Nein, also vielen Dank und ja, wir sind gespannt, wie es ausgehen wird. Das war mein erster Podcast für Ganz offen gesagt mit Petra Pichler zum BUWOG-Prozess. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über 5 Sterne auf iTunes, aber auch über Kritik, Anregungen, euer Feedback. Und wie immer empfehlen wir an dieser Stelle einen anderen Podcast. Ich möchte ganz gerne Große Töchter ans Herz legen. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag. Missing Link.